Und damit herzlichst willkommen zu einem Adventskalendertürchen. Ich habe über Instagram eine Anfrage bekommen, ob ich nicht ein Adventskalendertürchen mache. Und natürlich tue ich das. Und es war die Frage, was ist mein absoluter Lieblingsfilm? Das kann ich nicht beantworten, weil ich keinen direkten Lieblingsfilm habe. Deswegen habe ich eine Liste mit Filmen, die es erstmal nicht geschafft haben. Ich habe natürlich einen Film rausgesucht, der es geschafft hat, den ich mir ausgesucht habe als für mich jetzt mal besten Film. Ist er natürlich nicht, aber einer meiner absoluten Lieblinge. Welche es aber nicht geschafft haben, sind Love Exposure. Ich habe eine ganze Seite. Love Exposure, Porträt einer jungen Frau in Flammen, Parasite, ne? Paddington 2, The Thin Red Line, The Favorite, Seven Samurai, Schindlers Liste, Mississippi Burning, Apocalypse Now, Bowling for Columbine, Naked Gun, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Jurassic Park, Whiplash, Drive, La La Land, The Shawshank Redemption, Shaun of the Dead, The Raid 2, die Lord of the Rings Trilogie natürlich, There Will Be Blood, The Fly, Babel, Hereditary und Systemsprenger. Das waren so die Filme, die ich in Überlegung hatte. Aber ich habe mir dann überlegt, was ist ein Film, den ich erstens gerne gucke, zweitens mit dem ich viel verbinde und drittens der inszenatorisch und von dem, was er erzählen will, mit zu den Besten gehört, was ich so bisher gesehen habe. Und das ist unter anderem einer der Filme, die ich in der Schule gesehen habe. Mein Lehrer war daran schuld, dass ich den geguckt habe. Ich habe den in der Schule zweimal gesehen. Und Milos Forman, der Regisseur des Films, hat mal in einem Interview gesagt, dass der Film quasi fertig ist, wenn das Casting steht. Weil das Casting eines der wichtigsten Punkte an einem Film ist. Und in diesem Film ist das am wichtigsten, nämlich One Flew Over the Cuckoo's Nest. Beziehungsweise Einer flog übers Kuckucksnest im Deutschen. Mit Jack Nicholson in der Hauptrolle, gab damals auch den Oscar für ihn. 5 Oscars konnte er gewinnen. Bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und bester Drehbuch müsste es gewesen sein. Und für mich ist Einer flog über das Kuckucksnest einer der besten Filme aller Zeiten. Mit einmal der Hatchet als furchtbare, nervige Bratze, die unserem Protagonisten Jack Nicholson in dem Fall das Leben schwer macht. Und alle Nebencharaktere, so einzigartig und so wild und so abgedreht, wie sie sind in dieser Anstalt, desto herzlicher sind sie trotzdem. Und man hat immer das Gefühl, egal wie durchgeknallt sie sind, besonders einer, der die ganze Zeit lispelt, der ist eigentlich voll lieb. Und genau das ist das Ding. Du hast trotzdem so viele skurrile, unterschiedliche Charaktere, dass sie dir trotzdem ans Herz wachsen. Und du hast von jedem dieser Menschen hast du einmal so einen kleinen Moment, der sie charakterisiert. Natürlich steht Jack Nicholson und die Schwester Ratchet massiv im Vordergrund. Es gibt auch noch einen, den sie Indianer nennen, der auch noch eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Aber dieses Thema über psychische Störungen zu reden, über mentale Störungen, Aufmerksamkeit darauf zu schüren, wie damals das System innerhalb der USA war mit therapeutischen Einrichtungen, mit Kliniken. Und ich war selber in einer Klinik und kann daraufhin sagen, so ist es zum Glück nicht, wie innerhalb dieses Filmes. Es war mal so schlimm, es gibt immer noch Schocktherapien, aber die sind nur freiwillig und die können wirklich helfen, wenn man sie richtig macht. Also das ist wirklich nicht schlimm. Im Film ist es natürlich komplett falsch gemacht. Also die zeigen es, wie es damals im wirklichen Leben war, aber so wie man es wirklich damals gemacht hat, war es natürlich falsch. Man gibt ja natürlich neue Möglichkeiten, wie man das heutzutage machen kann. Und ich finde, dass dieser Film nicht nur von der eigentlichen Thematik des, so interessant und so tiefgründig ist, sondern auch von seinen Charakteren. Ich liebe Jack Nicholsons Protagonist, der so ambivalent ist und so zwischen liebevoll und zwischen Arschloch hin und her pendelt. Ratchet auch, die hat eine tiefgründigere Ebene, ist für uns aber das absolute Grauen, weil sie unserem Protagonisten, den wir ins Herz geschlossen haben, so negativ gegenübertritt, um ihm quasi seine mürrischen Sachen auszutreiben. Und ich liebe alles an diesem Film. Für mich ist
Einer flog über das Kuckucksnest, nicht nur einer der besten Filme aller Zeiten, sondern vielleicht auch eines der das beste Drama, was es jemals gab. Weil der Film so tief in die Materie geht, weil die Darsteller so toll sind, weil Milos Forman so ein wunderbares Auge für Details hat, so ein wunderbares Gespür für Staging von unterschiedlichen Sequenzen. Er weiß genau, wo er mit dem Zuschauer spielen muss. Er hat genau das Gefühl und genau das Gespür dafür, welche Knöpfe er beim Zuschauer drücken muss, um diese Sachen auch auszulösen. Und es ist ein absolutes, furchtbar geniales Meisterwerk. Für mich, naja, muss ich Punkte geben? Wenn, dann gibt es natürlich die absolute Höchstpunktzahl. 10 Punkte, 5 von 5, 10 von 10, 100 von 100. Sucht es euch aus. Es ist ein absoluter Geniestreich. Und wer diesen Film noch nie gesehen hat, der sollte sich Einer flog über das Kuckucksnest unbedingt angucken. Ja, das war mein Adventskalender. Ich hoffe, das hat gefallen. Ich hoffe, ihr checkt meinen Kanal aus. Ich bin nämlich Scene Talk. Findet ihr wahrscheinlich in der Videobeschreibung. Aber warum sage ich das eigentlich am Ende und nicht am Anfang? Egal. Ich danke fürs Zuschauen und Zuhören. Mal gucken, ob ich die 24 bin. Mal gucken, was ich was anderes bin. Guckt weiter diesen Kanal. Da kommen sicher sehr gute Videos. Bis dahin. Tschüss. Haut rein und bye. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.